Hey, Sandy, guck mal. Wir haben jetzt 2 plus 2 Hebel gefunden, aber ich muss auf Toilette. Hey, das können wir später machen, aber lass uns das erstmal ein bisschen genauer anschauen. Und oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Vitamin. Mina und ich, wir haben hier 4 Hebel gefunden. Einmal einen grünen, einen gelben, einen Kuhhebel und einen blauen Hebel. Oh, ein Kuhhebel. Hey, aber der steht direkt vor dem Schalter, also ich glaube... Hey, wow, wow, hey, beruhig dich, lass die Kuh in Ruhe. Ich würde die abgebrannt. Hey, du bist verrückt, ey. Die hat ja nichts getan. Ich aber... weiß, das war ja auch nur ein Spaß. Okay, aber Vitamine, für welchen Schalter sollen wir uns als allererstes entscheiden? Du entscheidest. Warte mal, Sandy, ich habe eine richtig, richtig gute Idee, welchen wir als erstes nehmen. Dann hau raus. Okay, warte. Und zwar, wenn ich mich entscheiden muss, Sandy, muss ich mich erstmal auf meine selbstgebastelte Toilette setzen. Hey, was ist denn? Was ist... Oh, oh. Vitamine, dann entscheide ich einfach. Ey, das ist ja eklig. Okay, wir nehmen den grünen. Jetzt kann ich mich entscheiden. Okay, sehr, sehr gut. Aber mach die Toilette da weg, ey. Das stinkt hier. Die armen Tiere. Henti, das ist für uns, falls wir mal auf Toilette müssen. Das ist die Nachdenktoilette. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal schauen, was hier beim grünen ist. Und ich aktiviere den Schalter. Und was ist da unten los, Vitamine? Du gehst vor. Du hast dich auch entschieden. Okay, kein Problem. Vielleicht gibt's da Süßigkeiten und dann sind's nicht deine. Yippie und... Wow, Zombie! Warte mal. Autschi, Hilfe! Ah, Vitamine! Was ist los mit dir? Pass auf! Warte, du musst mir helfen. Ich bin hier runtergefallen. Oh nein, nein, nein. Ich bin sofort da. Oh nein, nein, nein. Ich bin auch unten, Vitamine. Zack, zack, zack. Und Autschi, ich kann nichts mehr sehen. Du musst einen Goldapfel essen, Sandy. Oh ja, das wird richtig, richtig knapp. Die sind viel zu stark, die Zombies. Bam, bam, bam. Los, brennt ihr bösen Zombies. Oh yes, wir werden die einfach abbrennen. Oh yeah, wir schaffen das schon, aber oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Oh, das wird richtig, richtig eng hier, Freunde. Ich muss nach oben, ich muss sofort nach oben, ey. Warte, und Moment, ich brenne hier das ganze Ding ab. Yippie, okay, sehr, sehr gut, Freunde. Wir sind wieder sicher und was geht denn hier ab, ey? Und hallo, Zombie, du musst jetzt leider sterben. Tschüss. Hey, Yippie. Sehr, sehr gut, Otto. Oh, Mann, was war denn hier los, ey? Oh Gott, Bernd hat es nicht überlebt und Bernd 2 hat es auch nicht überlebt. Ah, Bernd und Bernd 2. Oh, wir waren so gute Freunde, aber wir haben es überlebt. Yippie, Freunde. Sehr, sehr gut. Also, du hast dich nicht so für einen guten Schalter entschieden, ey. Warte mal, das stimmt überhaupt nicht. Wegen mir haben wir gewonnen. Moment mal. Also, hier beim grünen Schalter. Hey, du musst da weggehen. Autschi. Hier beim grünen Schalter waren also gefährliche Zombies. Aber ich zeig dir mal, wie das geht. Ich gehe auf die Nachdenktoilette, Freunde. Oh, yeah. Ha, und? Warte. Ja, jetzt habe ich mich auch entschieden für die nächste Farbe. Und als nächstes würde ich sagen, lass uns mal den blauen Hebel aktivieren. Yippie, aber du bist ja ekelhaft. Du gehst nicht mal spülen vorher. Du musst spülen, die Toilette. Hey, das machst du schon. So, dann würde ich sagen, Freunde, wir zählen bis 3 zusammen runter. 1, 2 und... Hey, du musst mitzählen, ey, das kann doch nicht sein. Nochmal, 1, 2 und 3 und wow, hier geht es wieder nach unten und ich gehe vor, Vitamine. Oh yeah, los geht's, mal sehen, was hier drin ist. Wow, was ist denn hier los? Schau dir das mal an, ganz viele Haie. Warte mal, die... Ah, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Nein, 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 nein. Oh Gott, schnell, 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 los. Oh Gott, ey, du bist verrückt geworden. Ey, was war das, du Teddy? Oh Mann, wir brauchen eine Taucherausrüstung. Oh, ja, aber schau mal, hier sind 2 Tränke. Und warte mal, ich glaube, wenn wir die trinken, können wir hier reinspringen. Aber wieso sollte ich einfach in ein Wasserbecken mit reinspringen? Weil wir doof sind, Teddy? Hey, du vielleicht, aber ich nicht, aber... Moment mal, hey, da unten... Oh nein, 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 ist eine Kiste.
komm, schnell jetzt, wir können jetzt hier unter Wasser atmen, so. Und aufpassen, die Fische nicht zu nahe kommen. Nee. Okay. Und, oh, die sind richtig gefährlich, die Haie. Aber wenn wir dir nichts tun, dann machen die uns auch nichts. Schau mal. Autschi. Ah, hier ist eine Kiste Vitamine. Sandy, guck mal. Ich mach Blubberblasen. Moment mal. Was? Das Feuer klappt ja gar nicht unter Wasser. Und jetzt ist es einfach so eine Seifenblasemaschine. Das ist super lustig. Das ist cool, ey. Das wusste ich gar nicht. Hey, ich auch nicht. Und hey, und Autschi. Hey, nicht auf mich. Das macht trotzdem Schaden. Oh, yeah. Aber wir sind doch jetzt zu einer Mission gekommen. Jetzt lass uns mal in die Truhe gucken. Yippie. Und mal schauen, was hier drinnen ist, Freunde. Wow, ganz viele Diamanten. Wir haben den Schatz gefunden. Alles, und alles meins. Moment, gib mir die Diamanten. Ich habe dich ausgetrickst. Friss meine Blubberbläschen. Voll cool, ey. Und warte mal. Hier, guck mal. Ich gebe mir ein bisschen Blubberblä... Nein, upsie. Hey, das wollte ich nicht. Und wieso brennen die? Die sind noch im Wasser. Keine Ahnung, Cindy. Aber das ist so eine Blubberblasenmaschine. Yippie! Das ist super gut. Okay, lass die Haie in Ruhe. Das waren liebe Haie, die haben uns nichts getan. Dankeschön, Haies. Und danke für die Diamanten. Yippie! Hey. Tschüssi, Davide. Okay, hey. Sehr, sehr gut. Beim blauen Schalter waren also Haie. Und hier haben wir einfach Diamanten gefunden. Yippie! Und hallo? Lässt du mich hoch? Hey! Nein. Runter mit dir! Nein! Und was macht die Kuh die ganze Zeit beim roten Schalter? Wieso dürfen wir hier nicht hingehen? Glaube, die Kuh sagt uns irgendwas. Oh, okay. Gut zu wissen, Kuh. Aber Freunde, schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Was denkst du? Wir werden ganz am Ende den roten Schalter aktivieren. Und was denkst du, was sich bei diesem roten Schalter befinden wird? Es muss ja irgendwas Gefährliches sein. Das würde mich mal super doll interessieren. Und vielleicht liegst du ja sogar richtig. Und wenn du mehr von sowas sehen willst, wie Vitamin und ich uns für den richtigen Schalter entscheiden sollen, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und Vitamine, jetzt würde ich sagen, hallo? Hey, was macht ihr da? Ich hab die Kuh gefangen. Och, Manu, ey. Och, Kuh, das ist Vitamine. Der ist ein bisschen verrückt, ey. Hör nicht auf den. Moment mal, was soll das denn jetzt heißen? Gar nichts. Okay, aber ich würde sagen, du entscheidest wieder. Sollen wir erstmal den gelben Schalter aktivieren? Gelb. Oder? Gelb. Okay. Gelb. Sehr, sehr gut. Dann aktivieren wir den gelben Schalter. Wow, geh du mal vor. Warte. Hä, was ist das? Oh, und was ist das? Wow. Was ist das denn? Ein Burgerparadies. Warte mal, eine ganze Essensfabrik. Moment mal, steht, wir können hier alle abschlagen, oder? Wow, ist das cool. Zack, zack, zack. Es regnet Burger. Wow, das ist richtig, richtig verrückt, Freunde. Einfach so viele Burger. Oh, jam, jam, jam. Und Autschi, ich bin kein Burger. Oh, ja, das regnet aber. Es gibt Burger. Yeah, mehr Burger. Burger für die ganze Welt. Und wow, das sind so, so viel einfach. Das ist ja ein riesen McDonald's oder was? Und ich esse jetzt erstmal einen. So, kommen Sie mit auf den Teller. Oh, lecker. Yeah, sehr, sehr gut. Und Moment mal, was haben wir denn hier alles für Burger? Das ist ja richtig, richtig verrückt. Okay, ich esse auch einen Burger. Miam, miam, miam. Der schmeckt super lecker. Und nächster Burger. Miam, miam, miam. Ja, stimmt. Hier, essen Goldapfel. Hey, nein, ich möchte Burger essen. Noch mehr Burger, Freunde. Boah, ich habe ja richtig viele, ey. Nom, 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 nom. Oh, Sandy, wir müssen noch weiter essen. Boah, das schmeckt so, so lecker. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Yum, yum, yum. Oh, jetzt reicht's aber, Sandy. Ich fühle mich schon voll schwer, ey. Oh, oh ja. Was ist denn mit dir los, Vitamin? oh Mann, ey. Wie siehst du denn aus? Moment mal, das frage ich dich doch gerade. Moment schon. Ah, was ist denn mit mir passiert? Ich bin auch ein Dicky geworden. Oh Mann. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viele Burger gegessen, wir zwei. Ein bisschen. Ach, Mann, ey, was ist da los? Aber, oh, Moment mal. Yippie und... Oh, yeah. Und ja. Guck mal. Ich fühle mich jetzt 1000 Kilo leichter. Yippie, du bist wieder ein Leichtgewicht. Yippie, aber du bleibst leider für immer ein Dicky-Vitamine. Und
Ich habe die Toilette kaputt gemacht. Na gut, egal, kein Problem. Ich kann nämlich auch in der Stadt auf Toilette gehen. Das wird aber noch dauern, bis wir da sind. Okay, aber jetzt würde ich sagen, Freunde, kommen wir zum allerletzten Schalter, nämlich zum roten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier sein wird. Oh, ja. Vielleicht ein rotes Gummiboot? Hey, nein. Du kleiner Dicky. Das sieht so lustig aus, ey. Und ich aktiviere den roten Schalter. 1, 2 und Freunde mitzählen. 1, 2 und 3 und wow, hier geht es runter. Und was ist denn hier los? Und Moment mal. Hier ist eine TNT-Falle, aber wer läuft schon da drüber, ey? Sandy, guck mal. Der Burger schmeckt mega gut. Und was hattest du nochmal gesagt? Ah, hey, Vitamine. Wow, du bist verrückt, du bist verrückt. Hey, was machst du hier? Oh, oh Mann, was hab ich denn gemacht? Moment, und die Haie sind jetzt hier auch. Und was ist passiert, Freunde? Oh Mann, oh Vitamine, ey. Diese Falle aktivieren doch auch nur Noobs. Wie hast du die denn bitte aktiviert, ey? Ich weiß nicht, ich habe meinen Burger gegessen und bin rückwärts gelaufen. Ach, Mann, oh ey, und wie komme ich jetzt hier raus? Deine Problem. Ach, Manu, ey, du kleiner Dulli. Du bist einfach auf die TNT-Falle draufgelaufen. Oh, Mann, es tut mir leid. Oh, Manu, du kleiner, kleiner, tollpatschiger Dicky. Aber ich muss trotzdem sagen, das hat einfach super viel Spaß gemacht, sich für den richtigen Hebel zu entscheiden. Da hast du recht, und das müssen wir nochmal machen. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.